Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von der Böhmen-Kampagne. Ich bin Executrix. Wir haben letzte Mission erfolgreich. Hier schon mal die Handelshöfe und die Schmieden geplündert. Jetzt gucken wir mal nach, wie es hier weitergeht. Na, die Holzfälle hier. Co žádáš? Stavím. Sehr gut. Ano. Ano, pane. Die Holzfälle hier haben schon gute Arbeit geleistet. Co přikazuješ vašim službám? Rozumím. So, also hier ist mal richtig gut aufgestellt. So, die sollen als erstes hier den Wenn ich das kontrollieren, können wir hier durch. Und hier die Basisplatten. Ja, dann kommen wir hier durch. Also die Burg muss auf jeden Fall weg, das ist von oben. Opravuju. So, erstmal alle reparieren. Ano. Vašim službám. Wir haben den Sprengmeister, dann hätten wir hier den Schon. Eine größere Möglichkeit. Wie sieht es hier bei der Waffenschmiede aus? Ja, Rambok. Co přikazuješ? Vašim službám. Machen wir jetzt hier. So. Oh. So, bewegen Sie schneller, können feindliche Mönche eher bekehren. Mehr Lebensmittel. Ah, das ist gut. Heilen schneller, wir bleiben auf Bannings Baum. Ano. Co žádáš? Pravdu díš. Sehr gut, ich habe ein Steinlager gefunden. Stavím. Jsem připraven. Čepu dřevo. Das ist ein Eisenlager. So.
So, Nahrung läuft ebenfalls. Sehr gut. Das sind erstmal über 8000. Co przykazujesz? Waszym służbom. Waszym służbom. Ano, wykonam to. Co przykazujesz? Ve jménu hospodina. Ano, rozumím. Jak žádáš. Vaším službám. Vaším službám. Ano, pane. So, jetzt halten wir die Einheiten noch. Dann schlagen wir hier oben mal los. Co przykazujesz? Ano. Co przykazujesz? Waszym służbom. So. Ano. Jak ano, żadasz? Pane. Jak żadasz? To hoch. Waszym służbom. Hier schickt mir immer zu hoch. Ah, die Kampfwagen der Hussiten, die sind auf jeden Fall auch gut. Ah, sehr schön. Sind eingetroffen. Co przykazujesz? Ich bin auch schon auf die Wenn wir uns jetzt hier um die erste Burg kümmern können, dann haben wir schon mal einen Erfolg. Herren können diese Schmach nicht fassen. Anno. Anno, Bonne. Freut euch. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Waszym służbom. Anno. Das ist ja mal nicht schlecht. Jetzt gehört die ganze Einheit hier uns. Starbuch. Opravuju. Opravuju. Opravuju.
Ist halt die Frage. Immer da unten schneller. Ist den Handelsberuf noch? Für die Augen, Rosumi. Und dann für den Wagen. Zdasz bu. Oprawuju. Vaším službám. Ano, pane, rozumím. Ano. Do zbraně. Bojujme. Ano, pane. Vaším službám. Žádáš. Jsem připravena. Stavím. Co přikazuješ? Rozumím. Zdaš Bůh. Stavím. Also ich gerade mich hier gucken, wenn ich da vom Norden her einmarschieren könnte, wäre die Burg nicht gleich weg. So, nochmal ich hier sechs Mann, die. Ano. Ich bin připravena. Szczepu drzewo. Und hier versorgen. Co przykazujesz? K vašim službám. Jak žádáš? So, dann gucken wir mal. Ano, do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, do zbraně. Na, da oben, da können wir durch. Die Burg ist exakt hier. Für mich ist jetzt auch schon klar, welche Einheiten ich angreife. Oder wo ich angreife. So. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Zuschuss an. Ano. Stavím. Stavím. Zdaš Bůh. Robím v dolu. Vaším službám.
zbraně! Ano, vašim službám! Do útoku! Rozumím! So. Vašim službám! So, dann sammeln wir es mich hier oben. Dann greifen wir hier an. Und da dann durch die Mauer. Jetzt machen wir einfach zu. Dann sieht es zwar ein bisschen komisch aus, aber dann ist hier die Burg geschützt. Ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme! Ano. Ano, zdáš Bůh. Pravdu díš. So, hoch mit euch. Ob das reicht, werden wir dann gleich merken. Gleich mal die Kampfwagen reparieren und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall beide Nebenziele erreicht. Připravena. Stavím. 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 Štěpu dřevo. Stavím. Stavím. Zdáš Bůh. Štěpu dřevo. Ano. Stavím. Stavím. Jsem připravena. Robím v dolu. Zdáš Bůh. Robím v dolu. Jsem připraven. Robím v dolu. So. Ano. Zdáš Bůh, jsem připravena. So, die schicken wir schon mal hier hoch. Damit die auch an die Ressource rankommen. Robím v dolu. Zdáš Bůh, opravuju, opravuju. Opravuju, 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 opravuju. So. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. So, jetzt kommen sie da viel besser ran. Do zbraně! Přikazuješ!
Přikazuješ. Bojujme! Do útoku! So, hoffentlich reicht es. Ich möchte schon, das müsste reichen. Das richtig sehe, dann ist mich da die Mauer. Komm mal da ran. Przykazujesz. Do zbranie! Ano. Jak żądasz. Waszym służbom. Ano, pane. Przykazujesz. Waszym służbom. Ich glaube, wir können jetzt doch mal angreifen. Keine Wunde hält diesen einäugigen Krieger auf. Ich kehre zurück, das verspreche ich. Ach je, jetzt ist gut. So. So. Waszym służbom. Naja, also die Burg hier ist schwer beschädigt. Das müsste schon reichen. So. Co przykazujesz? Waszym służbom. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane.
Co přikazuješ? Do zbraně! Das hat nur leichte Kavallerie, leider. Soll ich ihren Blick fangen und dann stürmen wir sie? Also hoffen wir mal, dass denen nicht großartig ein Angriffsverband entgegenkommt. Vašim službám. Na, die 11 Petarde, Petardiere müssten eigentlich reißen. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, jak žádáš. Do zbraně! Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Do bojů! Ano, jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Ano. Do útoku! Ano! Do útoku! Bojujme! Co přikazuješ? Do zbraně! Vašim službám! Ano, pane! Rozumím! Do útoku! Do zbraně! Vašim službám! Bojujme! Ano! Ano, pane! Rozumím! Jetzt machen wir das anders. Jetzt mache ich das anders, jetzt habe ich die Schnauze voll. Die Kampfwagen haben gefehlt. Ano. Ano, pane. Ja, das ist halt dann wieder eine ganz andere Taktik, mit der man hier kämpfen muss. Ja. Okay. Ich schicke jetzt hier hin. Jsem připravena. Ano. Robím v dolu. Das reicht schon. Zu marschieren. Hallo. Was sollen die da oben das Gold abbauen? Hallo.
Also, ich habe mal den Wald gleich abgeholzt. Und hier unten... mal noch ein bisschen was. Das soll ich ja gerade noch den Rest beseitigen. Startbuch. Jsem připraven. Stavit, stavím. So. Sind wir hier hoch? Ja. Könnte ich hier unten weitermachen? Und ihr dürft auch hier unten weitermachen. Und ihr dürft ebenfalls hier unten weitermachen. Alles abgeholzt. So, jetzt kommt der finale Schlag. Die sind hier am Gold abbauen, das passt. Ja, wir schweben eigentlich schon im Geld. 21.000 Holz. Ja, da oben sind sie jetzt auch fast fertig mit der Goldmine. So, na komm schon. Ja, das müsste gewesen sein. Das war aber eine kleine Bastion. Die Eisernen Herren sind besiegt und wir konnten unsere neue Zitadelle befestigen. Ein kleiner Funke Hoffnung leuchtet nun in der gewaltigen Dunkelheit der Unwissenheit. In der sumpfigen Ebene von Sudormirsch wurde aus einfachen Bauern eine geordnete Armee. Hinter einer Mauer aus Wagen brachten 400 Hussiten Angriffe von Rittern mit Salven aus Armbrüsten und Handkanonen zum Erliegen, bevor sie mit Flegeln, die aus landwirtschaftlichen Geräten gefertigt waren, in die Bresche schlugen. Eine Burg nach der anderen fiel und wir übten grausame Rache. Nur ein Mann überlebte die Plünderung von Zedlitz. Ein Fürst, dem wir die Freiheit versprachen, wenn er 5 anderen Adligen, die neben ihm standen, die Köpfe abschlüge. In den Schmieden und Arsenalen der Eisernen Herren fanden sich genug Waffen, um eine ganze Armee auszurüsten. Als meine Hussiten sie an sich nahmen, wurde ich Zeuge davon, wie einfache Leute begannen, das zuvor Unvorstellbare zu vollbringen. Mit Glauben, Disziplin und meiner geschickten Führung auf dem Schlachtfeld
konnte die Hussitenbewegung Rittern, Adligen und sogar einem Kaiser trotzen. Gut. Ja, dann machen wir jetzt einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix, wobei ich denke, dass zuvor dann die ersten Let's Plays der in der Kampagne aufnehmen würde. Bis dann, tschüss.